Hilf mir! Es darf niemand herein! The final battle begins. Ich glaube, die zwei werden noch drauf gehen, dass wir am Ende mit Amicia und Ugo alleine sind. Oder Ugo. Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Ugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Ja. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Hat er deswegen so nackte Ratten gemacht? Dass die für ihn gehorchen? Weil er... Bist du bereit? Keine Ahnung. Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Was soll ich... Wow. Lasst mich gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Hugo, deine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Gut, Tatterkreis. Wir sind hier, um nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an. Kommt auch nicht zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Kann ich ihm nicht das Ding da oben auf den Kopf schmeißen? Geht uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Bitte, Matt. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Welche Engel? Der hat so einen anderen. Die Engel. Oh. Zurück. Das Licht. Sie. Hast du sie? Das ist nicht gut. Lukas, Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. Also gut. Vernichtet ihn. Genau. Vereint euch und verschlingt sie. Ihr seid gekommen, um mich herauszuholen. Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Mama. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Ich hab nicht drauf geachtet. Vergeht euch und zerfallt sie! Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Das kann doch nicht sein. Das Feuer macht mich gar nicht auf. Du fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Ihr seid Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Nein. Sie sind Überbleibsel einer alten Welt. Das kann doch nicht sein. Oh, immer drauf. Mann, das ist aber auch immer ein Hin und Her hier. Einfach den hier machen. Mama! Ha! Hugo! Amicia! Aua. Er darf seine Macht nicht missbrauchen!
Also müssen wir ihn platt machen. Wir kümmern uns drum. Jawohl. Dafür sind Freunde da. Du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht. Die Gabe des Selbst. Bin ich jetzt Rattenziller oder was? Ich bin die Einheit. Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet. Komm zurück! Bleib bei Hugo! Werden zum Alter. Komm zu mir. Ich weiß auch gar nicht, was ich dann da machen soll. Auf ein neues. Vorbereiten? Nein, meine Engel! Erzähl bloß, Amicia! Ja! Nein! Schmerzen, Amicia! Das gefällt ja mal so lange! Ihr werdet ihr bezahlen! Ja, ja, ja! Kommt zu mir! Der, das erste Blut! Mit Gewissheit und Frieden! Bitte, Amicia! Nein, 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 auch meine Fressen, ey. Oh, ist das nervig. So, Scheißerchen. So. Los! Komm schon! Ihr wart es! Das ist eure letzte Schandtat! Ich habe mein Fleisch geopfert! Um der Schmelztiegel zu werden, der alles vereint! Ja, ja, ja! Ihr könnt nicht töten! Das Blut fließt hier Tode! Lauf, 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 lauf! Nicht zurück,
Komm schon, einmal noch. Dann ist der weg. Bam! Ja! Ich glaube, wir haben ihn. Kipp um. Kipp einfach um und... geh kaputt. Du böser Mensch. In weiß gekleidet. Gut gemacht, Hugo. Hugo! Ich applaudiere. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, Gott sei Dank. Haben wir das Spiel jetzt durch? Der böse Bube ist besiegt. Kann ich jetzt so eine Ratte kommen und ihm in die Nase beißen? Jetzt lächelt der auch noch. Ich glaube, er ist hinten über. Wenn du jetzt eine Träne vergießt, Hugo. Wie? Kein Happy End jetzt? Also jetzt nach dem Endkampf noch irgendwas? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie eine Sequenz, wie sie in ihr Chateau zurückgehen, feiern ausgiebig, oder wie ist noch die Vereinigung von der Mutter und Hugo, dass sie ihn auch nochmal in den Arm nimmt. Ja, gut, vielleicht kommt das ja nach den Endcredits nochmal. Ich will's hoffen. Jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwo den zweiten Teil mir hole. Ja, das war A Plague Tale... Innocence aus dem Hause Arboro Studio und Focus Home Interactive. Ein wirklich wunderschönes Spiel. Es wurde ein bisschen actionlastiger, als Hugo seine Fähigkeit hatte. Kam aber nicht zu früh, war eigentlich an sich genau richtig. Endkampf super in Szene gesetzt, Charaktere auch super, super geil gemacht. Gut, dass Arthur, oder wie er jetzt auch immer genannt wird, hops gegangen ist, mit ihm hatten wir ja nicht so viel am Hut. Roderick war ein bisschen nahegehender, weil wir ja ein bisschen mehr mit ihm zu tun hatten. Also Melly und Lucas leben noch. Ich bin gespannt, ob sie im zweiten Teil dabei sind. Bitte keine Spoiler in die Comments. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen da draußen fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Ich meine das ernsthaft. Ich bedanke mich wirklich dafür, jeden, der durch dieses Projekt auf meinen Kanal gekommen ist. Schaut doch mal bei den anderen auch vorbei. Ansonsten in die Livestreams. Besonderen Dank an, ja, nicht nur an die, die da stehen, sondern wirklich an euch da draußen, die dieses möglich gemacht haben. Vielleicht kommt jetzt noch eine Sequenz. Wäre schön. Wäre wirklich sehr, sehr schön. Was? Es gibt noch ein Kapitel 17? Es gab doch nur 16. Und das sind, oder es ist jetzt einfach nur eine Sequenz. Oder es kommt wirklich noch ein gesamtes Kapitel. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube ja mehr, dass es einfach nur noch eine Sequenz wird. Eine große Endsequenz. Wo halt die Wiedervereinigung ist. Vielleicht noch eine kleine Trauergeste, wie Roderick und Arthur da beerdigt wurden. Dass halt alle vor dem Grab stehen. 3 Tage später. Okay, was ist... Gut, gehen wir. Nee, wir können... Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Genau. Das stimmt, ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mhm. Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Oh, Amicia, sieh nur. Du dein Glück mal versuchen. Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Ja. Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Okay. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Aber sicher. Bereit. Los, Amicia. Da haben wir auch noch eine.
Ah, da ist auch noch eine von den Ratten. Aber wo ist... Ach, da! Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Ein Apfel. Und unser aller Respekt. Ja, also... Glückwunsch, Amicia. Yeah, wir haben einen Apfel. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Genau. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Hm. Oh, eine Gans. Hey, seht mal. Der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Och Mann. Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt. Na los. Dann geht's halt nicht. Ist doch auch nicht tragisch. Hey, Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Hm. Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeig ich's. Ach ja? Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Hey. Er hat geschummelt. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Wir lassen ihn ja auch gewinnen. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Hm. 20, an der Zahl 20. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Hm. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Doch, sie mag dich. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Sie ist in der Nähe, würde ich sagen. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Und jetzt dem Sonnenuntergang entgegen, so richtig kitschig. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Vor allem, er hat auch gesagt, fett. Auch das ist schön, dass man die beiden so harmonisch miteinander sieht. Die Kamera geht jetzt raus und so. Sowas so. Richtig das Klischee-Ende. Aber. Hilfe! Die Fliege greift an! Lass dich auf in kleine Mücke. Ich fress dich auf, du kleine Mücke. Ah, nice. Finde ich, ist ein schönes Ende, doch, ja. Aber was ist mit Melly? Ja gut, sie hat was zu erledigen. Wahrscheinlich auch die Bestattung von ihrem Bruder. Also ich glaube, sie ist in dem alten Chateau noch. Aber wichtige Leute suchen Amicia und Hugo. Oder Hugo oder wie auch immer. Ich finde die Charaktere, die sind mir schon ganz gut ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Also Amicia und sogar Hugo. Auch wenn ich ihn eigentlich nicht mag. Jetzt Ende. Ein großes Dankeschön an den gesamten Asobo, unsere Familienmitglieder, Unterstützung während der Entwicklung dieses Spiels. Und ein großer Knuddler an die neuen Babys. Ja, und auch ein großer Knuddler an euch da draußen, dass ihr immer noch dabei seid. Ich denke mal, jetzt wird es wohl vorbei sein zum Überspringen halten. Kurz gucken, kommt danach noch irgendwas oder landen wir dann wieder im Hauptmenü?
Das ist jetzt die huge Preisfrage. Nein, wir landen wieder im Hauptmenü. Ich bedanke mich nochmals bei allen fürs Zusehen, dabei sein und so weiter und so fort. Großes Dank an euch. Und ich bin für dieses Projekt raus. Mal gucken, was danach ansteht. Ich weiß es noch nicht. Und wenn ich es schon nicht weiß, wisst ihr es auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht von Ratten beißen. Und